Nachdem Polen schon seit einiger Zeit offen für die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine war, soll dies nun realisiert werden, wie Präsident Andrzej Duda ankündigte. Die ersten vier MiG-29-Jets sollen bereits in den nächsten Tagen übergeben werden, weitere geplante Jets müssten noch gewartet werden. Diejenigen Kampfjets der polnischen Luftwaffe, die an die Ukraine übergeben werden, sollen durch modernere Kampfjets aus Südkorea und den USA ersetzt werden, so Duda. Polen hatte geplant, die Jets gemeinsam mit einem anderen Staat zu liefern. Insbesondere die Slowakei war als möglicher Partner genannt worden. Nun hat sich auch die Slowakei bereit erklärt, MiG-29-Kampfjets zur Verfügung zu stellen. Die beiden NATO-Staaten haben dazu aufgerufen, sich ihrer Koalition anzuschließen. Schon kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges wollte Polen der Ukraine Kampfjets liefern. Die USA hielten dies jedoch für zu riskant, da sich Russland hätte bedroht fühlen können.